Hallo Freunde, auch heute befinden wir uns in der Stadt Essen. Direkt vor uns sehen wir das Tegelgussdenkmal in der Nähe des Krupp-Park. Um es noch genauer zu sagen, wir stehen am Krupp-Gürtel an der dortigen Altendorfer Straße im Essener Stadtteil Westviertel. Das Denkmal vor uns erinnert an die Gussstahlherstellung in der ehemaligen Krupp-Gussstahlfabrik. Bereits 1823 gelang es dem Firmengründer Friedrich Krupp, den damals hochwertigen Tegelstahl herzustellen. Auch wenn die Ergebnisse noch unklar blieben und wichtige metallurgische Zusammenhänge noch nicht erklärbar waren. Seit 1990 ist das Tegelgussdenkmal in der Denkmalliste der Stadt Essen eingetragen. Es wird uns in 5 Schritten der Verlauf der Tegelstahlproduktion aufgezeigt. Zuerst steht das Herstellen der Gussform an. Anschließend erfolgt die Verflüssigung des Gussmaterials in den Schmelzöfen. Als nächster Schritt folgt das Vergießen, also das Füllen des Gussmaterials, in die entsprechende Form. Im vorletzten Schritt wird der inzwischen gehärtete Gussstahl aus der Form herausgenommen. Und zu guter Letzt wird das rohe Gussstück gereinigt, also geputzt. 1935 wurde das Denkmal vom Berliner Bildhauer Arthur Hoffmann noch vor dem Zweiten Weltkrieg entworfen. Der Auftrag dafür kam von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach sowie seiner Frau Bertha Krupp. Durch den Zweiten Weltkrieg und der damit verbundenen Materialknappheit und weiteren Problemen konnte der Bau erst nach dem Krieg ausgeführt werden. Letztendlich wurde es im Jahr 1952 aufgestellt und erinnert seitdem an die Kruppsche Produktionsstätte, die sich als Teil der Gussstahlfabrik nur etwa 100 Meter entfernt befand. Leider erlebte Gustav Krupp von Bohlen und Halbach die Fertigstellung nicht mehr, da er 2 Jahre zuvor im Jahre 1950 verstarb. Mir gefällt hier besonders gut die Liebe zum Detail. Wenn man ganz nah an den Figuren steht, kann man sehr deutlich die Gesichtszüge und so einiges mehr entdecken. Das soll es auch schon an dieser Stelle mit meinem Kurzvideo gewesen sein. Bald schon geht es weiter mit dem Video über den Harcourt-Turm. Dieser ist ein Aussichtsturm im Wetter an der Ruhr. Neben vielen Informationen bekommt ihr natürlich wieder wunderbare Ausblicke auf den Turm, die Ruhr, den dortigen Harcourtsee und auf die gesamte weitere Umgebung geboten. Schaut also auch wieder sehr gerne beim nächsten Video mit rein. Wenn ihr mich abonniert habt, verpasst ihr kein Video mehr. Also, vielen Dank fürs Schauen, macht es gut und bis bald.